Hier sehen wir einen Airbus 320 der Lufthansa im Landeanflug auf Hamburg. Der starke Seitenwind, der Sturmtief Emma zu verdanken war, macht dem Piloten zu schaffen. Trotzdem entscheidet er sich für einen Landeversuch. Je näher die Maschine dem Boden kommt, desto stärker wird sie von dem Sturm erfasst. Das Flugzeug gerät immer mehr ins Schlingern und knallt kurz vor dem Aufsetzen mit dem linken Flügel auf den Boden. Der Pilot beschließt, noch einmal durchzustarten und den Airbus hochzuziehen. Diese mutige Entscheidung des Piloten hat im letzten Moment eine Katastrophe auf dem Hamburger Flughafen verhindert.